Es gibt ein neues Kürzel, das man sich als Finanzmarktinteressierter merken sollte. OMT heißt es, Outright Monetary Transactions. Dahinter steckt das neue Anleihenkaufprogramm, das die Europäische Zentralbank heute angekündigt hat und das die Märkte mit Spannung erwartet haben. Armin Fahner von der Walser Privatbank ist jetzt bei uns. Herr Fahner, wie schätzen Sie das ein, was die EZB, was Mario Draghi heute angekündigt hat? Also das Positive ist eindeutig aus den Nachrichten, die wir jetzt im Moment sehr kurzfristig alle zur Verfügung gestellt bekommen haben, dass er am 2. August doch sehr selbstbewusst die Märkte verwöhnt hat. Wir werden alles tun, um den Euro zu retten. Und er hat tatsächlich die Erwartungen an ihn erfüllt, indem er heute gesagt hat, wir werden Staatsanleihen kaufen in Europa, wo wir helfen müssen, und das ohne Limit. Damit war aus meiner Sicht nicht unbedingt zu rechnen. Das ist auch eine Situation, die Märkte jetzt schon beruhigt hat, keine Frage. Die Bedingung, dass diese Gelder nur fließen, wenn die Länder sich bereit erklären, unter den Rettungsschirm zu gehen, um dort auch entsprechende Bedingungen und Konditionen zu erfüllen, das ist eine Situation, die uns als Anleger ebenfalls beruhigen sollte. Es gibt aber auch Kritiker, die sagen, das ist der Beginn der Monetarisierung von Staatsschulden durch die Europäische Zentralbank. Das ist der Beginn der großen Inflationswelle. Wie sehen Sie das Ganze? Also wir sehen es nicht so, weil ich sehr deutlich rausgehört habe heute, dass die Anleihen, die die EZB da kaufen wird, dass die sozusagen im eigenen Keller, im eigenen Tresor landen und eben nicht wieder in die Märkte zurückfließen. Und das ist für uns ein sehr eindeutiges Zeichen, dass wir hier keine inflationäre Tendenzen zu befürchten haben aufgrund dieser Maßnahmen. Also die Anleihen landen im Keller, aber das Geld, das die EZB dafür schafft, das frische Geld, das landet doch in den Märkten oder im ersten Schritt auch bei den Staaten selbst. Ist das nicht Inflationspotenzial? Ja und nein. Ja, weil natürlich die Geldmenge erstmal vorhanden ist. Nein, weil wir wissen, die ganzen Themen, die um die EZB und um die ganze Sicherheitsfonds, die wir im Moment haben oder seit Monaten haben, haben einen Ursprung. Das sind die Banken. Sie sehen es ja auch in Spanien, Italien ist im Moment noch nicht so. Und deshalb werden die Gelder in erster Linie mal an andere Banken und in deren Tresore verschwinden, damit die ihren geschäftspolitischen Aufgaben in den Ländern jeweils wieder nachkommen können und eben zur Stützung der Wirtschaft eben auch weiterhin Kredite ausgeben an Unternehmen, an Privatleute, damit wir wieder einen positiven Konsum bekommen. Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass nun durch die Hilfe der Europäischen Zentralbank der Druck auf die Politiker gesenkt wird, echte nachhaltige Reformen einzugehen. Ein Argument, das aus Ihrer Sicht berechtigt ist? Also ich sehe es gespalten. Ich sehe erstmal den Druck auf den Politiker lasten, warum, von den Politikern nehmen. Warum? Weil Draghi sagt, nur die Länder, die in den Rettungsfonds kommen, werden Gelder bekommen. Da übt dann einen gewissen Druck aus, weil natürlich jetzt alle Regierungen in der Eurozone aufgefordert sind, wie auch in Deutschland ESFS und ESM, diese Bedingungen klar zu formulieren. Am 12. September wird möglicherweise die Genehmigung durchs Bundesverfassungsgericht erfolgen. Und da haben die Politiker Druck. Auf der anderen Seite nimmt er den Druck von den Politikern wieder, weil er sagt, wir, die EZB, wir werden es schon richten. Also eine sehr interessante Situation, die er da heute beschreibt. Man wird schauen, was da die nächsten Wochen noch bringen werden. Kurzer letzter Blick auf den Aktienmarkt. Nach zwischenzeitlichen Gewinnmitnahmen reagiert der DAX sehr positiv, liegt nun am Donnerstagnachmittag über 7.100 Punkten. Ist das nur ein kurzes Aufflammen der Begeisterung oder ist das der Beginn eines positiven Aktienherbstes? Ich möchte es so formulieren. Kurzfristig ist es mit Sicherheit eine sehr positive Reaktion aufgrund der Maßnahmen. Mittelfristig muss man sagen, der Aktienmarkt partizipiert immer 6 Monate im Voraus an den Entwicklungen, die erwartet sind. Und wir sehen schon in 2013 bei einigen Unternehmen Gewinnrevisionen vor uns, sodass der Aktienmarkt, das muss man fairerweise auch sagen, ja seit Jahresanfang jetzt fast 20% gelaufen ist. Wir sind nicht mehr allzu weit weg vom All-Time-High bei 8.151 Punkte. Und deshalb raten wir unseren Anlegern, wer Gewinne hat, der darf sie ruhig mal mitnehmen und Rücksetzungen an den Aktienmärkten wieder für neue Positionen zu verwenden, scheint für uns erstmal eine ideale Konstellation. Und die Cash-Position nicht vergessen, weil wer Cash hat, kann sehr schnell reagieren.
sagt Armin Fahner von der Walser Privatbank. Vielen Dank.